Firmenbelange. Diese Namen teilweise auch von den Sektoren. Ich will diesen Sektor haben. Ich will den. Das. Geht das überhaupt? Eigentlich ist das schade, ne? Geht das? Dass man. Geht das vielleicht? Kann man das Hauptquartier umändern irgendwie? Ich will in Firmenbelange mein Hauptquartier haben. Und ich will, dass da Firmenbelange Shipping Hole Intergalactic Transport Inc. Raumgebiet steht dann. Moment. Ich schreib das mal kurz auf die To-Do-Liste. Wo ist mein Stift? Sektor Firmen Belange irgendwie in Besitz nehmen. HQ erstellen dort. Dort erstellen. So. Dafür müssen wir uns zwar mit den Teladi anlegen, aber ist mir scheißegal. Ich will ja nur diesen einen Sektor. Wenn wir den überhaupt einnehmen können. Mal gucken. Aber der eine war ja, wo ich geguckt hatte, unter keiner Kontrolle. Also hier, der da drüber. Der ist ja in keiner Kontrolle. Also es muss ja in irgendeiner Art und Weise möglich sein, hier die Sektoren. Ja. Irgendwie zu kontrollieren. Hoffe ich doch. Und wenn da die Terraner dann, die Erdlinge, dort die Sektorkontrolle haben, ist mir auch egal. Hauptsache, ich kann mein Hauptquartier dort aufstellen. So. Wir sind... Seid ihr euch sicher, dass ihr da Minen haben wollt? Die waren nur die Rede von Minen, ne? Ja, okay. Also ja, okay, aber... Na, okay. Option. Einstellungen. Steuerung. Allgemein. Irgendwo hatte ich Minen gesehen. Minen. Achso, ich kann ja auch das suchen, ne? Minen. Mine. Mine platzieren. Gut, M ist die Karte. Tja, ne? Auf welche Taste legt man das denn jetzt? Nein, wir machen das nicht auf die X-Achse Spiel. Ich bin ja nicht komplett bescheuert. Komma? Komma scheint noch nicht belegt zu sein, oder? Es wird einfach genommen, komme was wolle, so ungefähr. Ah, da ist es, okay. Laserturm. Punkt. Letzte Platzierung wiederholen. Wie letzte Platzierung wiederholen? Ressourcensonde. Strich. Navigationsbarke. Gut, Satellit wäre vielleicht auch nicht so dämlich, ne? Machen wir mal Raute. So. Das ist jetzt alles komplett durcheinander. Moment. Wir machen die Ressourcenbarke, machen wir auf Plus. So. Dann ist das alles weit entfernt. Und ich drücke nicht aus Versehen die Mine. Wird mir trotzdem passieren. Objekt aufschalten. T. Aber man kann sogar den Sound im Spiel mit Shift V aus- und anmachen. Okay. VR-Ansicht. Ach, das Spiel kann man auch in VR... Also ich wusste, dass das eine X... Rebirth, glaube ich, als VR-Edition rausgekommen ist, aber dass man das sogar in VR spielen kann. Guck mal an. Multiversumskarte. V.
Shift V. Also so hundertprozentig, weiß ich nicht, so hundertprozentig gefallen mir die Dinger irgendwie nicht. C. C irgendwo belegt? Ja. Shift. Das ist natürlich auch suboptimal, ne? Aber man könnte vielleicht die Taste, weil ich bin gerade natürlich auch am Gucken wegen dem Triebwerk stoppen hier. Ist das belegt? Nee, okay. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mir eine Warnung sonst geben wird. Obwohl ich gehe mal davon aus, dass die Mausbewegung jetzt auch nirgendwo irgendwo hinterlegt ist. Maussteuerung, Flugunterstützung. Direkte Maussteuerung an. Shift N. Das gab's, glaube ich, auch im... Doch, Maus X. Der hat mir nicht gesagt, dass die schon belegt ist. Okay. Nun bin ich doch etwas, Was heißt überhaupt Mauszeiger emulieren? Wieso muss ein Mauszeiger emuliert werden? Ach so, für den Gamepad. Ach so, Moment mal, was? Nee, das ist die Maus, okay. Das ist ja irrelevant. Da hat die Getze nur tatsächlich irgendwann mal noch das hier hinterlegt, aber im Endeffekt ist es auch egal, kann man ja doppelt W drücken und fertig ist die Sache. Voll voraus, voll zurück. Na gut, schauen wir mal. Was war denn Mine? Komma. Kleinigkeiten. So, also hier sollen wir diese Dinger hinmachen. Na, ich bin gespannt. Dann bauen wir erstmal hier ein bisschen Geschwindigkeit auf. Und dann machen wir hier halt jetzt 10 Minen hin. Eine Mine. Zweite Mine. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, das ist deutlich zu nah, glaube ich. 9 und 10. Jetzt aber ganz schnell weg, bevor die Mine hier explodiert. Teladi Verteidigungsstation. Ja, die Minen sind auch gar nicht da, kann das sein. Oh, da hinten ist ein Sicherheitsbehälter, aber den nehmen wir natürlich noch mit. Da hinten blinkt auch irgendwas. Doch, die Minen sind da. Da sind sie. Das ist Dock. Geht man alle vor dem Dock packen müssen. Das wär's gewesen. Komm, als Bonus packe ich euch immer noch mal 10 Minen vor dem Dock. Ist in Preis inbegriffen dann. Okay, das hat mich gerade selbst ein bisschen
Oh, Moment mal, ist das ein Kontraktionsschiff? Albatros, Angreifer. Ach ne, doch nicht. Das mit dem Stoppen hat schon mal nicht funktioniert. Das noch was, kann das sein? Geil. Zwei. Und dann ganz. Bin zu nah dran, kann das sein? Funktioniert es wieder hier irgendwie nicht? Oder bin ich zu nah dran? Ich bin zu nah dran. Hä? Gerade hat es funktioniert, dass das sich bewegt hat und jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich mache F5. Viel Grad. Uhui. Da? Oh, Alter. Ja, geil. Raumfliegeneier. Und ein Fernzünder haben wir auch. So. Irgendwo war noch einer. Und ein Sicherheitsentschlüsselungssystem. Oder war das doch nur... Einfach nur, dass da der Balken war, sozusagen. Also die Barke. Was ist denn das Blaue? Das ist neu. Das kenne ich nicht.
aber links im Ohr irgendwas. Also ich bin der Meinung, dass da irgendwas links. Sicherheitscontainer. Okay. Noch ein Sicherheitsschneider. Scheinbar war das nur das Blaue, was da so einen speziellen Ton gegeben hat. Nee, da ist sowas. Dieser helle Ton. Nehmen wir alles mit. Im Zweifel können wir hier die ganzen schönen Schneider holen. Oder was weiß ich. Und dann können wir die ganzen Missionen machen. Ah, wundervoll. Kriegen wir wieder 500.000. Für nichts tun. So, dann helfen wir den Typen mal hier, F5. Hokkaido, Gas, M. Von wem ist denn das? Teladi, oder? Hokkaido, Gas. Ach nee, ist sogar Terranisches. Ja, siehste. Ja, machen wir mal kurz einen Prozess mit den Xenon-Dingern da. Ulf. Sogar nur einer, ne? Ich sehe zumindest keinen anderen. Hokkaido, Gas. M. Geil, noch eine Sicherheitsentschlüsselung.
hoffe, das Ding ist jetzt nicht weg. Passen. Oh Gott. Alles meins. Alles meins. Oh, wir können... Wir haben eine zweite Sache. Den Fluxkompensator haben wir. Ja, geil. So, wollen wir nochmal kurz scannen? Auf jeden Fall. Oder? Aber da ist nichts mehr zu hören in der näheren Umgebung. Wir sind hier auch wirklich am Arsch der Welt. Man müsste eigentlich... Jetzt probier es doch mal aus, ne? Aber vorher mache ich F5 nicht, dass ich irgendwie raustue, wie das hier programmiert ist. So. Dann... mit vollem Törö... Hatte wird sogar kleiner. Sehr interessant. Oh shit! Phonios E. Gas, Königinwächter. So. Die bekämpfen sich sogar gegenseitig. Königinwächter. M. Ach, Königinwächter. M. König M. Königin M. Königinwächter. Daddy. M. Jetzt sind hier nur noch die beiden Zehen, was unterwegs wird. Aber Moment mal, wie, da ist doch noch was. Bisschen würde aber werden sie ja wohl noch aushalten. Ah, da, Tatsache. Verspielt. Komm, gar nicht gesehen. Container. So, dann helfen wir denen da mal. Phonios E. Gas.
M. Phonios, E, Gas. Ich bin ja gerade kurz ein bisschen am Überlegen, ob man da nicht versuchen kann. M. Schauen wir mal gleich. Phonios, E, Gas. Oder ich guck einfach mal zu. Aber irgendwie kriegen wir das nicht hin, ne? M. Ich weiß auch nicht, ich bin hin und her. Hin und her! Oh, die haben einen guten Boost hier. Container. Container. So, und wo ist jetzt das Schiff hin? Das hat sich verpieselt, oder was? Hat sie mir die Überlegung abgenommen dann. Gerade überlegt, da anzugreifen, aber dann halt nicht. Können wir mal hier speichern kurz. Geld. Frag mich halt, wieso die so weit. Das gibt Ärger. Volo, Gas. M. Volo, Gas. M. Wieso die so weit draußen sind, ehrlich gesagt. Aber hier ist ja auch nichts eigentlich.
Volo, Gas. Ja. Gut, die Frage ist jetzt wirklich, ob ich hier weiter rausfliege, ehrlich gesagt. Können wir auch mal irgendwie irgendwann anders mal prüfen. Im Zweifel. Aber das bin ich jetzt, wo der hier so neben mir steht, ne? Magneta, Gas. Verteidiger. Probier's mal. Ich habe ja jetzt F5 gedrückt. Wenn ich drauf gehe, dann wird geladen. Aber ich will jetzt mal gerade was probieren, tatsächlich. Wenn ich wüsste, wo hier der Sweet Spot liegt, ehrlich gesagt. Bewegen wir uns aber irgendwie auf.
Laserkanonen aus, okay. Und das schießt ja aber noch, ne? Laserlight-Show! Besser geht's gar nicht. Aber ich komme nicht hierher, oder doch? Ursaut, Angreifer. Magneta, Gas, Verteidiger. Noch freigeschaltet. Wir sitzen mindestens 20 Schiffe. Laserturm Mark 1. Ach, weil die Laser auch dazu gehören, oder was?
Unautorisierte Tötung. Magnetar, Gas. Mit ihm rede ich nicht. Anschlusserlaubnis verweigert. Schade. Ich brat mich hier noch durch, wartet mal ab. Oh, das macht schon Schaden. Nun gut, ja. Machen wir F9. Ja. Mal ausprobiert. Also wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Schiffe, wenn wir sowas angreifen. Aber theoretisch... possible. Somit, ich würde jetzt mal sagen, 4-5 Schiffe. Denn ganz viele Laser-Cannons. Kann man bestimmt durchaus was holen. Magneta, Gas, Verteidiger. Schildgenerator. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht kaputt gekriegt, so richtig. Naja, gut. Lassen wir das mal. M. Wir wollen... dorthin, weil wir auch die Sachen aus dem Inventar noch holen wollen. Punkt. So, Steuerung A. Eingeschaltet. In der Zwischenzeit können wir mal kurz gucken in die Besitze. Und dann da rein und dann da rein und Informationen und dann haben wir hier Silikonkarbid. So, wo war hier R? R? Oh ja, das ist ein Überfallkommando und da ist... Okay, Moment. So. Die sind aber auch verflucht schnell, ey. Mach mich mal lieber breit. Da abgelassen. Na, guck mal, das wird auch kleiner wieder, der Bereich.
Der ist, glaube ich, ein bisschen kleiner geworden wieder. Interessant. Na gut. Wo waren wir? Wir waren dort. Dann gehen wir. Dorthin. Handeln. Bestätigen. Dann gehen wir hier hin. Handeln. Braucht das auch tatsächlich wieder. Sehr geil. Bestätigen. So, und dann holen wir hier andocken und handeln. So. Und es wird immer noch ein Konstruktionsschiff benötigt. Erreiche System. Evas Zwilling. Schwarmwächter. Hier geht's ja wieder richtig ab. Da! Konstruktionsschiff! Aber das kann ich wahrscheinlich nicht verwenden. Moment, hier. SKM. Autopilot ausgeschaltet. Oder? Vielleicht geht's ja doch. Konstruktionsschiff. Oh yeah. Fickt euch. Einfach nur fickt euch. Autopilot eingeschaltet. Ich mach mal hier eine. Ach nee, das war eine falsche. Die wollte ich. Na egal. Sehe ich auch mal, was da so an Ressourcen ist. Ist ja auch nicht schlecht. Wobei das hier mehr Sinn gemacht hätte wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch ein Konstruktionsschiff, aber es ist ja egal. Um es mal so zu sagen. Was machen die hier? Minenjäger. Tilla, die Finanzministerium. Evas Zwilling 1. Nicht beanspruchter Sektor. Ich muss den Sektor beanspruchen. Frage ist halt wie.
Ach, das sieht schon einfach nur. Also, es sieht wirklich. Ich kann es nicht anders sagen, aber es sieht schon nicht schlecht aus. Also, es ist wirklich. Not bad. Not bad. Wenn man bedenkt, ja, dass halt auch da die CPU ja massig am Arbeiten ist im Endeffekt, wegen den ganzen Leuten, die sie da, die ganzen NPCs im Endeffekt, die sie ja da berechnen muss, wo sie hingeht und so weiter und so fort, ist das schon wirklich nicht. Also das ist wirklich so ein richtiges Computerspiel. Muss man einfach mal so sagen. X4 ist halt so ein rein rassiges Computerspiel und es ist halt auch so ein bisschen typisch deutsch. Muss man jetzt auch sagen. Aber das hat ja auch Charme. Es ist so ein typisch deutsches Computerspiel. Okay. Ja, da hat er ein bisschen länger geladen, scheinbar. Interessanterweise, ich habe das HUD jetzt übrigens gerade nicht ausgemacht. Das ist wieder einfach von alleine weggegangen. Aber gut. Jetzt auch nicht so problematisch. Mal gucken, wo wir hier sind. R. Da kommt gleich. Da ist gleich hier. Schade, dass wir keine Hupe haben. Aber wir kommen gleich aneinander vorbei. Hallo. Angreifer. Tschüss. Da fällt mir ein, ich wollte noch die Namen ändern, ne? Ich weiß nur noch nicht, wie ich die gescheit benenne, ehrlich gesagt. Weil die Namen sind ja... Nupileus Glück. Die Namen der Sektoren sind ja jetzt auch stellenweise... Interessant. Nennen wir es mal interessant. Deswegen ist halt wirklich die Frage. Profitabler Handel. So, hier kann man ja auch mal kurz hier so ein Dingens hier hinstellen. Wunderbar. Sie sind hier und werden sich um dieses sensorenverzerrende Schiff kümmern. Ihre heiß ersehnte Ankunft erfüllt mich mit beträchtlicher Erleichterung und Freude. Können wir hier noch einen hinstellen im Zweifel? Damit wir hier mal ein bisschen mehr Einblick haben, da ist tatsächlich ein Konstruktionsschiff. Aber wieder von diesen... Ich hasse es. Wieso bin ich denn mit allen verfeindet?
Die Terraner, weißt du, die Erdlinge immer. Direkt erstmal allen den Krieg erklären. Ach, das liegt in der Natur der Dinge. Und hier können wir tatsächlich auch mal eine Ressourcenbarke direkt aufbauen, weil hier scheinbar ganz viele... ganz viel Eis ist tatsächlich. Oh, da kommt was. Aber es kommt wahrscheinlich nicht zu mir, oder? Ich muss mich handeln. Obert! Na, wer hätte es gedacht? Ich habe mir schon angedroht, dass gucken, wo sie... ausgeschaltet. Wie sie hierher kommen. Okinawa, Forschung. Außerhalb von Andock-Reichweite. Die haben auch Missionen, kann das sein? Dass ich auf sie zählen kann. Sie untersuchen anscheinend die gleiche Anomalie, die die Station hierher gebracht hat. Der größte Teil der gravitativen Ladung verteilte sich während dieses Ereignisses, aber sie brachten einiges an Gerät mit, um die Spuren zu untersuchen. Wir hoffen, dass dies ihre Neugier befriedigt und zu ihrer Abreise führt. Ah, jetzt habe ich mit denen natürlich nicht direkt gesprochen, ne? Der segarianische leitende Wissenschaftler Dr. Rick Feynman hat in dieser Region gravitative Scherkräfte beobachtet. Indem sie seinen Forschern bei ihren Bemühungen helfen, ermöglichen sie ihnen, ihre Untersuchung abzuschließen und Bosatar seine Beobachtung fortzusetzen. Kann ich trotzdem nochmal mit denen reden? Undock-Erlaubnis erteilt. Bin doch ein bisschen verwirrt gewesen gerade. Erfolgreich angedockt. Guten Tag. Hallo. Auf Wiedersehen. Einfach mal erstmal die Crew hier abwärmen. So. Brücke. Guten Tag. Grüße. Wir warten immer noch auf Antimateriezellen zur Abschließung unserer Beobachtungen. Es scheint, dass die Terraner, oder vielleicht sogar der derzeitige Besetzer der Station, alle Lieferungen behindern, um unseren Fortschritt zu blockieren. Falls Sie eine Lieferung organisieren können, tun Sie das bitte. Das wird unseren Zeitplan erheblich voranbringen. Ich bin Dr. Rick Feynman, leitender Wissenschaftler der Oberth und verantwortlich für das Projekt Genesis. Oh, Sie sind es. Ich bin froh, Sie gesund und munter zu sehen. Was geht hier gerade ab? Wie geht's unserer boronischen Nemesis? Sehr gut. Wie gesagt, wir untersuchen, wie diese Station hierher kam. Unser Forschungsschiff beobachtet derzeit Anomalien und gravitative Scherkräfte in dieser Region. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihnen derzeit die erforderliche Freigabe für den Zugriff auf diese Informationen fehlt. Sonst noch was? Okay, der hat nur noch mal... Es finde ich ja eigentlich... Also das ist... das ist ein bisschen... Clunky nennt man es ja. Ein bisschen grob, schlechtig, aber es ist trotzdem ganz witzig, dass er da ja trotzdem irgendwie darauf eingeht, weil wir haben ja nicht wirklich mit ihm gesprochen gehabt. Und er hat ja jetzt trotzdem nochmal gesagt, dass er das im Grunde genommen
braucht und warum er hier ist. So. Dazu muss ich, glaube ich, wieder irgendwie zurück, ne? Superhighway. Profitabler Handel. Okinawa. Forschung. Wo ist denn hier mein Ding? Hauptquartier. Also mein Ding ist irgendwie in der Hose, aber ansonsten. So, da ist das Docking. Andockerlaubnis erteilt. Okay, das war ein bisschen wuchtig. Erstmal alles kaputt bei dir. War. Eigentlich ist das tatsächlich gar nicht so schwierig mit dem Landen. Also ich weiß nicht, ob wir mal Landecomputer ausprobieren, aber... Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Jawohl. War das hier? Moment mal, habe ich hier doch nichts liegen gelassen? Ne, ich habe die alle dabei. Hä? Ich hatte nur einen von denen? Jetzt bin ich doch ein bisschen verirritiert. Was braucht die Olle? Weise untergeordnet Handelsschiff. Okay, hab den natürlich jetzt den wahren Dings hinzugefügt. Ja, okay. Aber da hat nichts gesehen. Okay. Ja. Da war das. 7a. Ich bin der Meinung, dass ich 2 hatte. Schon von vornherein. Aber okay. Na gut. Egal. So, ich muss die bei dem hier abholen, oder? Habe ich das jetzt irgendwie missverstanden? Hallo auch. Hallo. 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 Gut, wie kommen wir jetzt an diese Antimaterie-Dinge ran? Nicht aufgepasst. Hä?
müssen wir selber kaufen, ne? Kann das sein? Kukri. Kann ich helfen? Sir. Nein. Eingeschaltet. Wenn Bergbauschiff, okay. Keiner greift es an. Oder hat irgendwie einer Container verloren? Bin halt gerade am Überlegen, ich glaube, ich mach's das. Lalala, da hatten wir den und dann hatten wir Schiff kaufen. Und dann hatten wir ein S und dann hatten wir ein Kurier und dann hatten wir kostengünstiger Transporter. Was ich dann glaube, der wirklich kostengünstig ist, mal gucken. Minimale Standardkonfiguration. Gut, aber da hat ja auch hier gar nichts, ne? Ausgeschaltet. Was wurde ausgeschaltet? Achso, Autopilot. Schiff kaufen. Dem und leichte 433. Okay. So kostengünstig ist ja gar nicht. Ja, egal. Einkaufsliste. Bestellung bestätigen. So. Weiß zwar gerade nicht, warum der gelb war, aber egal. Dann gehen wir hier hin, dann gehen wir da hin, dann machen wir den hier. Okinawa. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen da hin. Antimaterie-Zellenfertigung. Guck mal, was da ist. Tourboss B. Ja gut, wenn wir hier schon mal sind, dann werden wir mal kurz hier die Sachen hier abklappern, die hier irgendwie so ein bisschen... mal gucken. Zum Handeln. So, wir nehmen jetzt hier direkt 114 mit. Danke. Schon wieder, sag mal, die sind aber auch geil drauf, ne? Die wollen sich alle immer gegenseitig umbringen.
Ich nehme das jetzt erstmal an. Dass ich auf sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Ich glaube, Erfolg freigeschaltet. Erhalte eine Blaupause durch Hack. Ich hab das noch gar nicht freigeschaltet. Was für eine Blaupause habe ich erhalten? Oh ja, richtig hier. Mehr gebracht. Erfolgreich angedockt. Ernsthaft? Willkommen! Okay. Er will die Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Handel abgeschlossen. Ah ja. Das macht scheinbar auch Rufpunkte. Kann ich helfen? Bitte sehr. So, dann wollen wir hier mal die Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Wird die Station eigentlich angegriffen? Hallo auch. Konnte doch hier Enzyklopädie, Blaupausen, Module. Genau, das habe ich ja. Den Containerlager, den habe ich auch schon gebaut. Den habe ich schon gebaut, das habe ich gebaut. Das... Expeditions... Plattform. Okay. Also die sind auf jeden Fall neu. Das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Wahrscheinlich habe ich hier dieses Kreuz dann freigeschaltet. Ja, warum nicht, ne? Die Expeditionsmodule sind, glaube ich, jetzt dazugekommen, weil ich mich tatsächlich jetzt mit Egozoft da angemeldet habe. Ich wollte ich auch mal vorgedrücken. Aber da kann ich noch nichts machen. Okay. Okinawa, Forschung. Das ist halt echt, ne? Überall sind hier irgendwelche Konstruktionsschiffe und ich kann sie nicht verwenden, weil die mich nicht mögen.
Es ist nicht fassbar. Ich werde euch alle töten. Alle werde ich euch töten. Der ist schon wieder weggeflogen, ne? Konstruktionsschiff. Flup. Flup, flup. Bauen. Konstruktionsschiff. Das dauert zwar jetzt Ewigkeiten, aber egal. Wählen. Autopilot ausgeschaltet. Ah ja. Dieses Kreuz habe ich freigeschaltet. Ja, das kann ja auch nicht schlecht sein. Vorübergehend nicht verfügbar. Okay. Moduländerung übernehmen. So. Wieso kann ich jetzt nicht... Undock-Erlaubnis erteilt. Ich hätte das gedrückt. So. Erfolgreich angedockt. Profit durch Verkäufe. Ja, leck mir doch am Arsch. Lecken Sie mich doch am Arsch. So, und dann gehen wir da nochmal hin. Können ja mal hier einen Abstecher machen, weil dann kann ich da auch noch ein Autopilot eingeschaltet. Eine machen, einen Satelliten, der wird, der ist noch am Bauen, okay. Ressourcensonde. Oh, sind aber hier ganz schön, ne? Sind hier gut am Abbauen, würde ich mal sagen.
hauptsächlich Eis. Autopilot ausgeschaltet. Jetzt kommt da einfach so ein Schiff. So. Dann halt so. Was hat er hier? Autopilot eingeschaltet. Asteroid. Hier liegt auch gut viel Eis rum. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Man fast überlegen. Aber wofür brauche ich eigentlich Eis? Also Wasser, klar, aber. Das Wasser hier halt ganz gut verkaufen, im Zweifel. Nicht viel, aber immerhin. Autopilot ausgeschaltet. Allerdings kann ich keine Flüssigkeit damit machen. Jetzt bin ich eher irritiert, ehrlich gesagt. Enzyklopädie. Eis. Benutzt zum Herstellen von Wasser. Das ist schon Feststoff. Die Frage ist halt nur. Wie wird denn Wasser hergestellt? Antimaterie-Zellenfertigung. Weil ich sehe ehrlich gesagt nichts, was hier irgendwie nach Wasser aussieht. Die brauchen zwar alle irgendwie Wasser, aber. Das wird alles vielleicht auch jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber. Das wäre vielleicht noch eine Sache, dass man irgendwie Wasser herstellt. Dann wäre man hier so the big player sozusagen. Turboss B. Antimaterie-Zellenfertigung.
Irgendwo ist hier was. Zerstöre, zerstöre. Die kennen echt nichts als anderes als zerstören. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Danke für Ihre Hilfe. Sie ist niemandem. Ich habe etwas Arbeit, die erledigt werden muss. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Das ist halt wirklich... Okay. Ich nehme die erstmal alle an. Ablenker mal immer noch. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Wir warten immer noch auf Antimaterie-Zellen. Schnauze. Unsere Beobachtungen. Es scheint, dass die Terraner, oder vielleicht sogar der derzeitige Besetzer der Station, alle Lieferungen behindern, um unseren Fortschritt zu blockieren. Falls Sie eine Lieferung organisieren können, tun Sie das bitte. Das wird unseren Zeitplan erheblich voranbringen. Ich bin doch schon dabei. Autopilot eingeschaltet. Nee, Moment, da wollen wir nicht hin. Wobei, wir wollen da schon hin. Autopilot eingeschaltet. Um da noch einen Satelliten hinzupacken. Der ist immer noch nicht, okay. Ausgeschaltet. Okinawa, Forschung. Undock-Erlaubnis erteilt.
Erfolgreich angedockt. So, handeln. Bestätigen. Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung. Wir brauchen Ihre Hilfe, um diese Antimaterie sinnvoll zu nutzen. Wir benötigen Schiffe an den angegebenen Orten, um einen synchronisierten Langstreckenscan zu starten. Wir werden Leute verpflichten, aber wenn Sie Freunde haben, die sich uns anschließen könnten, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Sie zu bitten. Kukri. Hallo auch. Kann ich helfen? Okay. Ja, wenn das Ding hier mal irgendwann fertig wäre, dann würde ich das auch hier hinschicken. Wir fliegen übrigens nicht. Wieso fliegen wir nicht? Wie viel Eis hier rumschwebt. Tja, ist halt wirklich die Frage, wo die das Eis hinbringen, ne? Stand das da vielleicht in der Zyklopädie? Eis? 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 Enter? Zum Herstellen von Wasser, Medikamente und Proteinpaste. Erwarte Befehle. Da hinten ist Eis. Am Arsch der Welt. Eisraffinerie. Okay. Also es gibt sowas in der Art. Wie sieht's hier aus? Immer noch nicht. Gut, ich will jetzt aber auch keinen von da hinten irgendwo hierher holen, ne, ehrlich gesagt.
Geld, 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 Geld. Oh, Shane. Shane. Erwartetes Konstruktionsbudget 2 Millionen. Ach du Scheiße. Ja. Na, schauen wir mal. Ich würde ja gerne, dass mein Flugzeug hier, mein Flugzeug vor allem, mein Dings hier mal funktioniert, ne? Also gebaut wird. Ist, glaube ich, das der richtige Terminus. Ach, guck mal, da hinten ist auch irgendwie Arthur Gimmick. Aber da komme ich ja nicht ran, weil die mich ja nicht mögen. Tja. Ist guter Rat teuer, ne? Wie man so schön sagt. Konnte man hier nicht... Moment. M. Enzyklopädie. Schiffsvergleich. Schiff hinzufügen. Ach du Schande. Wo haben wir denn Gladios? Wollen wir hinzufügen? Oh, einfach mal in der Minimal-Schwerkonstruktion bestätigen. Und wir wollen den Kukri hinzufügen, auch schwer bestätigen. Achso, die Raketen sind nochmal separat. Ah. Na gut.
Schildschaden. Hüllenschaden. 5675. Würde das mal so lassen. Wie viel kostet? 8 Millionen. Ach du Scheiße. Ja. Ach so, Dinger kosten ja auch schon 2 Millionen. Ja, okay. Dann machen wir das doch so rum. Jetzt sind wir nur noch bei 2 Millionen. 3 Millionen. So. Alter! Kannst du doch nicht machen! Ey, Andro! 2 Millionen. 1,6 Millionen. Aufpassen. So. Einkaufsliste hinzufügen. Bestellung bestätigen. Ah, wird direkt gebastelt. So soll's sein. Dann haben wir nämlich jetzt einen Wingman. Hoffentlich. Ordentlich. Und, ja. Können wir vielleicht auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Kohle mitnehmen, also Handel und so, falls notwendig. Wieso sind hier eigentlich so viele Dinger kaputt? Fällt mir gerade mal so auf. Moment, sind die alle leer? Kann das sein, dass die alle hier... Sind das Wracks? Nee, das sind keine Wracks, oder? Hä? Ach so, nee. Ja, ich bin doof. Das sind keine Fraxe, das sind die scheiß Befehle. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt von wegen, hä, wieso sind das denn meine Sachen? So. Guten Tag, Mister Paolo Petersen. Ja, ich hoffe doch. Und zwar kriegen sie erstmal hier Schiffssteuerung, Verwaltung kriegen sie auch nochmal mit. So, da. Und dann möchte ich... Auf Wiedersehen. Dass du zu mir kommst. Und dann hoffentlich... So. Das ist ja immer noch irgendwie am Ackern, ja. Mein Besitz. Oh.
Dann gucken wir dem nochmal zu. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er hier ist. Dann mache ich, glaube ich, auch anschließend Schluss. So in einer halben Stunde. Also für euch am Ende dieser Folge. Je nachdem, wie ich das denn jetzt schneide oder nicht schneide oder wie auch immer. Ich bin da ehrlich gesagt immer noch nicht. Mittlerweile mehrere Stunden aufgenommen, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Ganze verpacke, ehrlich gesagt. War ja doch auch viel... Im Zweifel einfach mal nichts passiert, muss man ja auch sagen. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, dann sammelt den ein und dann kommst du hier zurück. Also, geht's dann weiter. Also die ganze Zeit suche ich irgendwelche Konstruktionsschiffe. Ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu einfach gar nichts. Das sind die Befehle. Naja, gut. Wie gesagt, immer komplett überfordert gewesen gerade. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay. Vielleicht sollte ich das doch nicht bei denen einsammeln lassen, ne? Kann das sein? Das war, Gotteslästerer? Ist es bei mir gewesen? Husaren des Herzogs. Gottesreich von Paranit. Okay, jetzt kriegt er hier auf den Sack. Aber es ist ja interessant, dass der direkt hier zur Station geflogen ist. Schon, also es ist schon manchmal, also ist schon nicht schlecht, ne? Ist schon wirklich nicht schlecht, das Spiel. Hier liegt ja wahrscheinlich wieder Eis rum, ne? Und irgendein Prospektor, der da... Bin halt echt, ne? Also, wo soll denn das Eis hingehen? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Also, hier ist überall Eis, aber nichts, dass das halt irgendwie verwertet. Das ist so ein bisschen das Geile.
Also alles, was hier in diesem Sektor ist, muss auch in irgendeiner Art und Weise halt herangeschafft werden. Das ist ja auch das Geile. Außer ich habe halt hier in den dunklen Ecken wirklich irgendwas noch nicht gesehen. Gut, wir haben hier Silizium und 42 Nividium. Was? Wasserstoff? Erze sind natürlich auch nicht viel. Wenig so rum. Ach hier, warte mal, hier sind hier Erze vielleicht? Ne, das sah nur so aus. Die sahen nur so aus. Tja. Kann ja nur in den äußeren Bereichen hier eigentlich sein dann, ne? Weil das ist ja hier unterteilt. Ne? Ja. Oder die setzen das wirklich so, dass hier irgendwo eine Eisfabrik. Aber das ist ja auch doof eigentlich. Also. Dieser Sektor zeichnet sich durch die Tatsache aus, dass Fachleute vor dem Ausfall des Sprungtornetzwerks eine ungewöhnlich hohe Anzahl aktiver Warp-Animalien in der Region beobachtet hätten. Die hohe Häufigkeit solcher Ereignisse könnte eine inhärente Instabilität in dieser Region des Weltraums anzeigen, die sich eines Tages als gefährlich erweisen könnte. Die praktische Anwendung dieses Phänomens, die Raumfahrt mit Sicherheit signifikant verändern. Aus diesem Grund bleibt der Sektor auch für Wissenschaftler nach wie vor interessant. Für sie führen gelegentliche Experimente, was? Und sie führen gelegentliche Experimente durch, obwohl die Intensität und Häufigkeit von Anomalien im Laufe der Zeit erheblich abgenommen zu haben scheint. Da fällt mir ein, dass ich gar nicht mehr weiß, wo hier. Dafür ist die Navigationsbarke natürlich nicht schlecht. Wollen wir jetzt auch sagen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo die Anomalie tatsächlich war. Aber die war doch hier irgendwo in der Nähe, oder? War das nicht hier? Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wo sie hier war. Nee, stimmt auch nicht. Jetzt sind wir ja weggespawnt. Und dann. Ja, keine Ahnung. Ich hab's genau gesehen. Der hat mein Schiff beinahe kaputt gemacht. Hui. 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 Also interessantes Fliegen. Aber wir sind ja hier im Weltall. Also in dem Sinne ist es ja egal. Nicht gerade angezeigt wird, was denn da fehlt, damit ich es im Zweifel selbst dahin schaffe, ne? Also jetzt nachträglich. Tja, keine Ahnung, ne? Information.
Name. Nummer 2. Enter. So. Wir sind... Wo sind wir eigentlich hier? Frommer Nebel. Ah ja, dann ist er ja gar nicht mehr so weit weg. Kann es sich ja nur noch um Stunden handeln. Ja, das ist aber... Also das erst da. Das ist schon echt in... Also... Ich kann es immer mir dann nur sagen. Es ist technisch wirklich schon beeindruckend. Keine Ladezeiten. Die ganzen NPCs. Die ganzen Strukturen. Gut, jetzt wirtschaftmäßig. Also ich habe gesehen, dass ich die ganze Zeit den gleichen... Also vielleicht bin ich auch der Einzige, der da irgendwie was abliefert. Kann natürlich auch sein. Aber dass ich mit meinen komischen Schürfern da immer die gleichen Profite mache. Also es scheint es da zumindest keine Variabilität gerade beim Ressourcenankauf zu geben. Aber trotzdem, also irgendwie, der ist schon beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Also gibt es andere Spiele, die deutlich, deutlich schlimmer sind. Und deutlich weniger vor allem können. So, der ist jetzt da, hoffentlich. Müsst den ja hier rechts irgendwo sehen, vielleicht. Nee, ist gut. Zu klein, zu weit weg. Ah ne, er ist noch nicht da. Er ist noch am Laufen. Am Fliegen. Jetzt ist hier aber... Ne? Jetzt ist er gleich da. Ist er überall da? Bewegt er sich überhaupt? Ganz, ganz, ganz wenig. Wieso sind der so lahm, sag mal? Ach so. Das fällt mir jetzt erst ein. Aber das wird ja noch ein Problem, ne? Muss ich nochmal zur Teladi Raumdock, damit er gleich ein Triebwerk bekommt. Ansonsten ist er natürlich ein bisschen dumm, wenn der dann mit mir fliegen soll und ich da irgendwie 5 Kilometer vorne wegfliege. Kann man vielleicht diese komischen Highways auch hier selber bauen? Das wäre auch so ein Ding, ne?
sind aber auch irgendwie andere Ressourcen, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Ich sollte vielleicht mal eine Ressourcenbarke hinbacken. Ah, wobei, der hat das. Der hat die. Das Ding ja schon, ja, weil da ist nämlich Erz und Silizium, genau. Und Erz und Silizium kann ich ja dann hier abgeben, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Natürlich kann ich das nicht da abgeben, aber Silizium kann ich bestimmt hier abgeben. Auch nicht. Ja, warum auch immer. Was kann ich denn hier überhaupt abgeben? Hier, da. Auch nicht. What the fuck? Silizium-Raffinerie. Da kann ich aber Silizium bestimmt abgeben. Ja. Und sogar sehr, sehr gut eigentlich. Können wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, hier vielleicht Silizium oder so abzubauen.